herzlich willkommen. Ich möchte mit dir heute über ein besonderes kosmisches Ereignis sprechen. Es geht um die totale Sonnenfinsternis am 8. April 2024. Und wenn du gerne mit mir ein bisschen darüber philosophieren möchtest, was das Ereignis für uns kollektiv bedeutet, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Silvia Hake, ich bin Expertin für Hochsensibilität und spirituelle Psychologie. Und ich habe jetzt lange überlegt, was ich mit dir über dieses Thema besprechen kann. Und ich habe jetzt mir auch so ein paar andere Videos angeschaut, unter anderem auch das Video von David Wilcock. Ich blende das hier später nochmal ein. Und da hat er etwas ganz Entscheidendes gesagt, und zwar die Heldenreise. Und er hat sich auch geäußert zum Thema dunkle Nacht der Seele. Und ich habe dieses Thema auch bei einigen anderen Menschen auf eigenen YouTube-Kanälen jetzt auch gesehen und habe gedacht, ja, das ist vielleicht genau das Thema, um was es geht. Und interessanterweise habe ich in meinem Buch Die Kraft der Selbstliebe, das 2021 erschienen ist, auch ein Kapitel über die dunkle Nacht der Seele geschrieben. Und zwar in dem letzten Abschnitt, wo es auch um die spirituelle Dimension der Selbstliebe geht. Und warum hat das alles mit der Sonneneklipse zu tun? Wenn du dir das kosmische Bild anschaust, verdunkelt sich die Sonne während dieser Sonneneklipse durch einen Schatten und es wird relativ dunkel. Man könnte sagen, dämmerungsvergleichbar. Und meine letzte Sonnenfinsternis, die ich ganz bewusst mitbekommen habe, war im August 1999. Damals war ich in Stuttgart. Das war ein riesengroßes Spektakel. Ganz Deutschland hat darüber gesprochen. Überall hat man diese Brillen verkauft, um dann geschützt das Schauspiel anschauen zu können, ohne dass man dann Augenschäden bekommen kann. Und jetzt, 2024, sehen wir andere Qualitäten. 1999 war ja auch ein ganz besonderes Jahr. Es war kurz vor der Jahrtausendwende. Danach haben sich viele, viele Dinge ereignet, die ganz, ganz große globale Umwälzungen eingeleitet haben, wie eben zum Beispiel auch das Ereignis am 9. September 2001 in New York, als die beiden Hochhäuser dort zusammenstürzten und all die Ereignisse, die danach geschehen sind. 2024 sehen wir, wenn wir auf dieses Ereignis der Sonnenfinsternis schauen, auch sehr viele Angstszenarien. Es gibt auch in Amerika sogar Warnungen, ja, von der FEMA. Das ist sowas wie eine Art Sicherheitsbehörde für Naturkatastrophen oder auch andere Ereignisse. Die geben wirklich auch teilweise den Kindern schulfrei. Ja, man hat irgendwie so das Gefühl, ja, die Leute sollen sich auf ein schwieriges Ereignis vorbereiten. Und generell befindet sich Amerika ja auch in einem sehr desolaten Zustand, wenn man sich das anschaut. Ganz, ganz viele Menschen, die dort wirklich leider sehr in der Armut leben, in der Obdachlosigkeit, in der Drogensucht. Die ganze politische Spaltung, ja, auch zwischen den Demokraten und den Republikanern. Das kann man sehr auch vergleichen zwischen dem, was hier in Deutschland passiert, in diesem politisch linken und rechten Spektrum, wo sich das so hochschaukelt, ja, dass man ähnlich auch wie in der Corona-Situation überhaupt sich sowas von weit entfernt voneinander erlebt, dass das wirklich auch in so eine ganz starke Spaltung geht. Plus auch die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine oder auch in Israel, die wirklich für ganz, ganz viel Unruhe sorgen und auch die innere Destabilisierung unserer europäischen Länder, aber auch genauso wie von Amerika, wo man immer mehr sieht, dass Infrastrukturen immer fragiler werden. Ja, wir haben großes Abwandern von Firmen hier auch in Deutschland, eben durch die ganzen energiepolitischen Entscheidungen, die es einfach sehr unattraktiv machen für große Firmen, in Deutschland zu bleiben. Wenn wir jetzt mal das alles betrachten und versuchen, das auf so einer Symbolebene zu sehen, komme ich jetzt nochmal auf die dunkle Nacht der Seele zu sprechen. Die dunkle Nacht der Seele
ist ein Begriff, den gibt es schon länger. Und ganz, ganz viele Menschen haben diesen Begriff wahrscheinlich schon mal gehört. Und da gibt es eben diesen Spruch, die dunkelste Stunde liegt kurz vor der Morgendämmerung. Wenn die Nacht am dunkelsten ist, kommt bald die Sonne und sendet ihre Strahlen ins Land. Alles irdische Leben beginnt im dunklen Schoß der Gebärmutter einer Frau. Auch im spirituellen Sinn ist oft die Rede davon, dass die Schöpfung in der Dunkelheit begann. Wenn wir nachts in den dunklen Sternenhimmel schauen und die tiefen, dunklen Weiten des Alls erblicken, erinnern wir uns an den Ursprung des Universums. Das war jetzt mal eine kleine Passage aus meinem Buch Die Kraft der Selbstliebe auf Seite 287. Und erstmals hören wir von diesem Begriff aber schon im 16. Jahrhundert. Und dort ist das ein Begriff von Johannes vom Kreuz. Das war ein spanischer Ordensmann, der Karmeliter. Und der wurde aufgrund seiner Reformbestrebungen innerhalb des Ordens in einen Kerker eingesperrt über 9 Monate und hat dort diese dunkle Nacht der Seele beschrieben, die ihn wirklich an diesen ganz tiefen, tiefen Punkt auch der Verzweiflung gebracht hat. Und woraus dann aber später eine sehr, sehr bewusstseinserweiternde Erfahrung geworden ist. Daher stammt dieser Begriff. Auch C.G. Jung hat die dunkle Nacht der Seele als Teil des Individuationsprozesses beschrieben. Und da können wir jetzt wirklich noch mal schauen. Ich bin der Meinung, dass wenn wir das auf unsere aktuelle globale Situation übertragen, hat die dunkle Nacht der Seele circa im Januar 2020 begonnen. Da gab es auch noch mal so ein ganz markantes Ereignis mit Pluto und Saturn. Vielleicht erinnert ihr euch. Und es wurde auch sehr viel diskutiert darüber in den astrologischen Kreisen. Ich kann mich sehr gut erinnern. Es sind sehr, sehr schwerwiegende, einschneidende Dinge für mich in meinem privaten Leben passiert, die mich seither mit einer steigenden Intensität und Dramatik tatsächlich bis 2024 noch immer begleiten. Und gesamtgesellschaftlich ist das ja auch der Zeitpunkt der Corona-Krise, vom Lockdown, auch der massiven Spaltung der Bevölkerung in zwei Lager. Man kann auch da wirklich ganz, ganz große Verwerfungen sehen, wo Menschen aus ihrem Leben herausgerissen wurden, auch durch den Lockdown, durch die Bestimmungen, was alles erlaubt oder nicht erlaubt war. Es sind damals schon Firmen kaputt gegangen, weil sie einfach diese Maßnahmenregelungen in der Einhaltung dann dazu geführt haben, dass sie im Endeffekt nicht mehr wirklich arbeiten konnten. Und ein bisschen natürlich auch zu den persönlichen Schicksalen der Menschen, die dann wirklich durch Corona verstorben sind oder auch in diesem ganzen Rahmen der Maßnahmen wirklich ganz, ganz schwierige Mobbing-Situationen und so weiter erfahren haben. Also egal, ob man jetzt quasi direkt von der Krankheit betroffen war oder von den begleitenden Maßnahmen, war es aus meiner Sicht auch schon seit 2020 eine tiefe Talfahrt in diese dunkle Nacht der Seele. Und interessanterweise hat dann, nachdem jetzt nun der Lockdown ja auch nicht mehr existent ist, aber viele Spuren im Herzen der Menschen hinterblieben sind, ne? Familien, die zerbrochen sind, Firmen, die bankrott gegangen sind, hat es dann jetzt eine nächste Eskalationsstufe erreicht, wenn wir also kollektiv gesehen mit dem Ukraine-Krieg. Auch während dem ganzen Corona-Geschehen sind auch in den Entwicklungsländern schon sehr, sehr viele Menschen gestorben, die durch diese Maßnahmen als Tagelöhner ihre Arbeit nicht mehr machen konnten. Und dann sozusagen, weil ja diese soziale Auffangsituation, wie wir sie hier in Europa kennen, da gar nicht existiert, dann tatsächlich auch verhungert. Und das heißt, wenn wir es kollektiv jetzt mal betrachten, hat diese dunkle Nacht der Seele schon jetzt seit 4 Jahren ihren Lauf genommen. Und jetzt scheint es so wie ein Höhepunkt sich zu steigern. Ganz, ganz viele Menschen in Amerika, aber auch mittlerweile in Europa, haben sich dann zu diesen sogenannten Preppern entwickelt.
Es gibt also eine große Szene von Menschen, die sich dann auch auf diesen schlimmsten Szenario vorbereiten, ja, dass also kritische Infrastrukturen zusammenbrechen, Stromnetze zusammenbrechen, Lebensmittelversorgungen zusammenbrechen, die Kriminalität steigt generell an. Und es gibt eben, wie gesagt, Menschen, die sich versuchen, darauf vorzubereiten. Nachdem das Corona-Thema dann einigermaßen abgeschlossen war, wobei uns das heute jetzt auch schon wieder einholt in der ganzen Aufarbeitung, ist aber ein anderes Thema noch mehr jetzt in den Vordergrund gekommen in den letzten 2 Jahren. Und das ist eben der Ukraine-Krieg, der uns alle emotional und auch spirituell in jeder Hinsicht sehr, sehr herausfordert. Und deshalb kann man das wirklich so als eine These jetzt nochmal zusammenfassen, dass wir kollektiv seit 2020 sukzessiv immer tiefer und tiefer in diese dunkle Nacht der Seele hineingerutscht sind. Und möglicherweise ist dieser Sonneneklipsentag am 8. April 2024 da nochmal eben kein Höhepunkt, sondern vielleicht ein weiterer Tiefpunkt. Und spannend war aber aus meiner Sicht, was jetzt zum Beispiel David Wilcock gesagt hat zum Thema dunkle Nacht der Seele. Wie ihr alle vielleicht wisst, gibt es in Hollywood ein Konzept, nach dem man Drehbücher schreibt. Und das heißt die Heldenreise. Und es gab den Joseph Campbell, der hat ein großes Buch geschrieben, was alle Drehbuchautoren lesen und auch Schriftsteller, wo er diese Heldenreise beschreibt als eine Art Blaupause für alle Heldensagen, also auch aus den antiken Mythologien, aus den germanischen, griechischen Götter- und Heldensagen und auch aus allen Kulturen der Welt findet man diese Phasen. Und David Wilcock sagte dann in seinem Video jetzt auch über die Eklipse, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt dann so aussieht, als wäre der Held schon verstorben. Also das sieht man eben bei E.T. zum Beispiel. Steven Spielberg hat das sehr stark inszeniert, ja, an diesem wirklichen Tiefpunkt, wo man denkt, ja, dieser süße E.T., dieser kleine Außerirdische ist jetzt tot, ja. Auf einmal, ich glaube, das war nachher wie in so einem Krankenhauszelt, dann ne, diese Flatline, die dann da kommt, bis der wieder erwacht. Bei Dirty Dancing ist es zum Beispiel so, da ist es jetzt kein wirklicher Tod, aber der Held, ja, der Patrick Swayze in seiner Rolle als Johnny, muss dann abreisen. Er wird gefeuert aus diesem Urlaubsressort und alle denken, ja, den werden wir nie wiedersehen, inklusive, ja, seiner Freundin Baby, die dann wirklich am Boden zerstört ist und wirklich glaubt, das war's jetzt. Und er kehrt aber zurück und kehrt in diesem strahlenden Helden, sag ich mal, Modus, ja, und reißt das Ruder rum und erscheint dann nochmal, ich sag mal, noch mehr in diesem leuchtenden Strahlenlicht seiner wahren Essenz, seiner wahren Talente, seiner Seele, seiner Liebe, seiner Lebendigkeit. Und bei E.T. ist das ähnlich, ja, wenn er dann wieder erwacht, dann ja, passieren sehr, sehr herzergreifende Dinge. Und auch bei Star Wars und bei vielen, vielen anderen Kassenschlagern hast du genau dieses Schema. Und das fand ich jetzt mal interessant, dass David Wilcock darauf hingewiesen hat, weil ich glaube, dass viele von uns, die wirklich tiefer hinter die Kulissen schauen, diese Angst haben, es könnte jetzt vorbei sein. Es könnte vielleicht das Ende unserer Kultur, unserer Zivilisation sein. In den christlichen Kreisen, gerade auch in Amerika, die sehr bibeltreu sind, spricht man mittlerweile auch sehr viel über dieses Thema Armageddon, ja, der Tag des jüngsten Gerichtes, das Wiederkehren des Christus. Das passt jetzt natürlich auch zum Thema Ostern. Ja, das ist ja auch genau diese Blaupause. Ja, der Christus, der am Kreuz stirbt und dann wieder aufersteht und in seiner wundervollen Gestalt heilend, lichtvoll und strahlend wirksam wird. Auch da in dieser christlichen Überlieferung haben wir ja auch genau dieses Sterben und dieses Auferstehen
genauso wieder drin. Und leider ist es so, und das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass diese dunkle Nacht der Seele natürlich auch an tiefe Triggerpunkte anknüpft, die wir von unseren Vorfahren epigenetisch mit vererbt bekommen haben. Ich spreche eben hier insbesondere von den Kriegstraumatisierungen des Zweiten Weltkriegs. Ganz, ganz viele Menschen sind damals auch auf der Flucht gestorben oder sind dann als Flüchtlinge dann zum Beispiel in Dresden angekommen, wo man dann flächendeckend die ganze Zivilbevölkerung bombardiert hat. Und ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, weil es ist wirklich sehr extrem. Und es kann eben sein, dass in diesem Erleben der dunklen Nacht der Seele auch diese Traumata unserer Ahnen in uns reaktiviert werden und dass wir deshalb teilweise vielleicht dann auch in solche Zustände kommen, ja, wo wir denken, es geht nicht mehr, es ist das Ende, es ist alles ganz furchtbar. Und vielleicht soll es uns auch wieder auf der anderen Seite Hoffnung machen, wenn wir uns eben mit diesem Thema der Auferstehung beschäftigen, aus diesem scheinbaren oder realen Tod in diese Auferstehung zu kommen, in dieses Leben, dann gibt das eben wieder auch Grund zur Hoffnung. Denn es hat ja auch einen Grund, dass wir durch diese dunkle Nacht der Seele gehen. Und aus meiner Sicht ist es folgender. Wir haben jetzt lange Zeit in einer Gesellschaft gelebt, wo wir relativ abgesichert waren, ja, wo Spiritualität so ein nettes Hobby war. Man machte dann Yoga und Affirmationen und Mantren. Aber diese wirkliche Herausforderung im Alltag, ja, die hat man vielleicht in toxischen Beziehungen erlebt. Darüber spreche ich ja auch sehr viel. Aber gesamtgesellschaftlich ist man doch sehr in Ruhe gelassen worden. Und jetzt prasseln von allen Seiten auf uns wirklich schlimme Szenarien, auch bedrohliche Situationen ein. Und es gibt da aus meiner Sicht in der spirituellen Szene so zwei Lager. Die einen, die dann in diese spirituelle Dissoziation gehen, die sagen, wow, wir erleben ständig eine Schwingungserhöhung, wann habt ihr das gemerkt? Und es wird alles ständig besser und die Schwingung geht höher und der Aufstieg ist nah. Und die anderen, die wirklich mehr so zu den Tiefgrabern und zu den Leuten gehören, die dann in den Kaninchenbau reingehen, die kann es dann, wie gesagt, noch immer erstmal noch weiter runterziehen in diese Abgründe der Menschheit, zu sehen, wozu ist der Mensch eigentlich fähig, welche Verbrechen haben stattgefunden. Und ich glaube, wir brauchen am Ende wieder so eine Begegnung von beiden Qualitäten, dass wir zum einen bereit sind, wirklich die Schatten und Abgründe zu sehen und nicht zu leugnen, sowohl in uns selbst als auch draußen in der Gesellschaft und eben nicht mehr weiter bereit sind, ja, Dinge zu verharmlosen oder zu normalisieren, die zutiefst unmenschlich sind, zutiefst gefährlich sind, menschenverachtend sind. Und dass wir auf der anderen Seite nicht eben in die spirituelle Dissoziation gehen, wo wir alles uns schönreden, sondern wo wir diese echte, tiefe spirituelle Anbindung wieder finden an das Göttliche, an das Wahre, an das Schöne. Dass wir merken, ich bin zwar jetzt durch diese Hölle durchgegangen und fühle mich vielleicht noch ein Stück weit in der Hölle, aber irgendwo am Ende des Tunnels wartet dieses große, freundliche Liebeslicht, wo wir wirklich spüren, oh, da ist die Anbindung, ja? Da komme ich her, da ist meine Seelenheimat und ich verbinde mich damit. Denn ich glaube, das Schlimmste, was eben passieren kann, ist, dass wir in diesem dunklen Gefängnis stecken bleiben. Es ist unsere Aufgabe, kollektiv aus dieser Isolation, aus dieser Abspaltung wieder in die Verbundenheit zu kommen. Und zwar auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber auch eben auf der spirituellen Ebene, dass wir eben unsere Seele nicht mehr leugnen, dass wir unser Gewissen wieder feinjustieren, dass wir uns nicht verführen lassen von der Macht oder vom Ego, vom Prestige, auf Kosten von anderen Menschen, die sehr darunter zu leiden haben, und dass wir wieder eine Herzensverbindung mit Menschen eingehen, dass wir uns verbinden auch zu Gemeinschaften. Es kann halt auch sein, dass wenn nochmal wirklich tiefe Einschnitte kommen,
dass wir auch aufgefordert sind, wirklich wieder mehr miteinander zu kooperieren und diese Isolation und diese Single-Haushalte, ja, und jeder bröselt vor sich hin, dass wir uns das schlichtweg nicht mehr leisten können. Aber das bringt natürlich nichts, wenn das alles nur Notgemeinschaften sind, sondern diese höhere Stufe wäre wieder eine tatsächliche, echte Verbundenheit herzustellen und wirklich von Seele zu Seele, von Mensch zu Mensch wirklich in so ein starkes, tiefes, empathisches Band wiederzukommen. Und dazu gehört es eben auch, diese Spaltung aufzulösen, dass wir uns nicht mehr spalten lassen, dass wir wieder lernen, einander zuzuhören, dass wir die Ängste, Sorgen und auch das Weltbild von anderen Menschen mal einfach auf uns wirken lassen, ohne gleich zu sagen, nee, das ist aber ganz anders, das musst du so und so sehen, weil dadurch spalten wir uns wieder weiter oder lassen uns spalten. Es findet keine Verbundenheit, keine echte Kommunikation statt. Wir brauchen sehr viel Empathie und Mitgefühl und die Bereitschaft, uns mal in die Situation von anderen Menschen hineinzufühlen, damit wir diese Spaltung wieder aufheben können. Und das ist wirklich, das klingt jetzt einfach so toll und super, aber in der Praxis zeigt sich, dass das ganz, ganz schwierig ist, weil die Menschen so, ich sag mal, immer mehr in so verschiedenen Bewusstseinsbereichen leben. Und es gibt da auch eine Strömung, die der Meinung sind, dass die Erde sich splittet, ja, dass es eine Erde gibt, die dann in die fünfte Dimension aufsteigt und die anderen Menschen werden dann sozusagen auf einen anderen Planeten verschafft. Aber ich muss euch sagen, das halte ich für eine gefährliche Philosophie, weil sie die Spaltung wieder fördert, weil sie nicht dazu beiträgt, dass wir uns wieder miteinander versöhnen und an einen Tisch setzen. Und es fördert auch die spirituelle Arroganz zu denken, naja, ich gehöre zu denjenigen, die natürlich in 5D aufsteigen. Und die anderen, die noch nicht so weit sind, naja, die kommen halt nochmal auf den Lernplaneten. Und jetzt stellt euch mal vor, was das wirklich bedeuten würde, dass wenn diejenigen, die jetzt weniger weit entwickelt sind, was auch immer das dann ist, sagen wir mal, wenig oder abgespalten von der Liebe sind, ja, nicht mehr Mitgefühl, vielleicht schon dem Dunklen verfallen sind, wenn du die jetzt alle zusammen auf einen Haufen tust, auf einen anderen Planeten, da könnte man auch sagen, wir sind jetzt quasi in der nächsten Hölle gelandet. Wie sollen die sich weiterentwickeln? Ja? Also aus Gewalt und Hass entsteht wieder nur Gewalt und Hass. Gott sei Dank ist es nicht meine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Viele sind zutiefst davon überzeugt, dass eine höhere Kraft jetzt hier einsteigt und uns hilft in diesem Prozess, weil ich glaube, auch diese Ohnmacht, die wir teilweise spüren, ist vielleicht gar nicht so unbegründet. Ja, wir merken, wir kommen hier an unsere Grenzen, auch mit guten Gedanken, guten Willen und Gebeten oder guten Handlungen können wir dennoch an den großen Ereignissen im Bereich Krieg zum Beispiel und im Bereich Zerrüttung der Gesellschaft können wir dem im Moment nicht viel entgegensetzen. Und da setzt wieder die Frage ein, ja, wo kann ich wieder auch vielleicht auch spirituell ein bisschen auch Bescheidenheit wieder lernen, ja, nicht diese spirituellen Überflieger die ganze Zeit zu sein, die denken, wir können uns jetzt mit positivem Denken die Welt schön denken, denn die Welt, die rückt immer näher mit ihren Schattenthemen, mit ihren Abgründen, mit ihren Kriegen und mit dem menschlichen Leid. Also wer das jetzt nicht mehr sehen kann, der ist aus meiner Sicht komplett in der spirituellen Dissoziation gefangen und damit auch nicht im Mitgefühl. Und Mitgefühl ist eigentlich die wichtigste Herzensqualität, auch die Qualität, die wir eben im Christentum auch vermittelt bekommen und in vielen anderen Religionen auch, aber sehr, sehr stark im Christentum durch diesen Gedanken des Vergebens, ja, des ja, nicht Urteilens, also wirklich aus spiritueller Sicht. Und das ist, glaube ich, diese Herzensqualität, die in dieser dunklen Nacht der Seele jetzt von uns gefordert wird, dass wir die wieder aktivieren, dass wir uns da nicht zu schade sind und dass wir gleichzeitig auch in dieser tiefen Verzweiflung, die viele vielleicht spüren, auch aus dieser Not heraus vielleicht sogar, so einen tiefen inneren Schrei in uns spüren, diesen Schrei, endlich wieder zurückzukehren in das Gute, in das Wahre, in das Göttliche, in das Reine, in die Liebe, um von diesem Leid, was wir hier kollektiv erleben, endlich erlöst zu werden.
Und so interpretiere ich diese aktuelle Sonnenfinsternis. Und es ist tatsächlich ein großes kollektives Ereignis. Wir dürfen vielleicht auch nochmal in Erinnerung rufen, dass bei dem Comeback von ABBA 2021 mit dem Song Don't Shut Me Up, auch eine große Sonneneklipse in dem Musikvideo gezeigt wird. Das heißt, wir werden anscheinend kollektiv auf dieses Ereignis jetzt schon lange vorbereitet. Und ich hoffe, dass wir mutig genug sind, wieder in unsere Herzen zu finden, in unsere Anbindung, in unsere Liebe, egal was da jetzt auch passieren mag. Und wenn du noch ein bisschen mehr über die dunkle Nacht der Seele erfahren möchtest, lies gerne auch in meinem Buch Die Kraft der Selbstliebe nochmal nach. Ich habe das alles vorweggenommen, weil ich, wie gesagt, 2020 beim Schreiben des Buches bereits selbst in diese dunkle Nacht der Seele eingetreten bin. Das war jetzt für viele von euch vielleicht nicht sichtbar, gerade weil ich so eine starke spirituelle Anbindung habe. Aber es war für mich seither auch eine sehr schwierige Zeit auf ganz persönlicher, privater Ebene. Und mich jetzt schon länger verfolgen, wissen vielleicht auch warum. Und ich habe sehr, sehr viel Kraft aufgebracht, ja, um weiter für euch da zu sein, meine Videos zu machen, meine Projekte. Und es gibt mir auch sehr viel Kraft. Und diese Kraft kann nur aus dieser unsichtbaren spirituellen Quelle kommen. Und das wünsche ich dir auch, dass du diesen Anschluss findest. Und damit verabschiede ich mich von dir. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute, alles Liebe, ein gesegnetes Osterfest. Und dann sehen wir uns ganz bald hier wieder auf diesem Kanal.